Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, es sind besondere Zeiten in Deutschland, fast auf der ganzen Welt und natürlich auch hier in unserem Parlament. Bei all dem, was uns gerade bewegt, bei der Sorge um die Gesundheit unserer Mitmenschen, aber auch bei der Frage, wie wir den volkswirtschaftlichen Schaden möglichst begrenzen können, wie wir möglichst viele Arbeits- und auch Ausbildungsplätze sichern können, gilt es auch weiter, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir erledigen unsere Hausaufgaben, wir bekämpfen mit aller Kraft diese Krise, aber wir denken auch weiter an eine Zeit nach dieser Pandemie. Und so bringen wir heute auch dieses Gesetz zur Änderung des 4. Sozialgesetzbuchs zum Abschluss. Was uns in dieser Krise hilft und uns übrigens auch von vielen anderen Ländern auf der Welt unterscheidet, ist unser Sozialstaat. Krankenversicherung mit Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Kurzarbeitergeld, Kündigungsschutz. Mit diesem Gesetz werden wir diesen Sozialstaat auch ein bisschen besser machen. Wir machen viele unserer Verwaltungsprozesse effizienter, digitaler, bürgernäher und auch kostengünstiger. Das sind gute Nachrichten und es ist wichtig, dass wir auch heute dieses gute Gesetz zum Abschluss bringen. Klar ist, da gibt es jetzt nicht irgendwie einen großen roten, meist ist er ja roten Knopf, den man drücken kann und alles wird besser, sondern es ist eine ganz große Vielzahl an einzelnen kleineren Maßnahmen, die aber auf das große Ganze einzahlen werden. Das war echte Fleißarbeit, dieses Gesetzgebungsverfahren. Das möchte ich schon auch sagen. Vieles konnte nur in Telefon- und Videokonferenzen verhandelt werden. Aber es war wichtig und richtig, dass wir uns die Zeit dafür genommen haben. Und ich danke allen Beteiligten für die durchaus intensiven, aber immer konstruktiven Beratungen. Es gäbe viele Punkte, die man hier an diesem Gesetz eigentlich heute ansprechen müsste, aber ich will mich auf wenige beschränken. Wir machen es möglich, dass die nächsten Sozialversicherungswahlen 2023 bei den Krankenkassen digital werden. Neben der Briefwahl wird man auch online abstimmen können. Es gibt Mitgliedsbescheinigungen der Krankenkassen an Arbeitgeber, werden zukünftig elektronisch übermittelt. Für Kleinstarbeitgeber mit bis zu 10 Beschäftigten wird ein Datenspeicher für ihre Entgeltunterlagen, die durch die Sozialversicherungsträger zur Verfügung gestellt, damit alle Arbeitgeber zukünftig ihre Entgeltunterlagen elektronisch vorhalten können. Also eine echte Serviceleistung für kleinere Arbeitgeber, die zudem eben dann den digitalen Datenaustausch ermöglicht. Wir ermöglichen es den Bundesländern, Daten von Schulabgängern ohne Schulabschluss an die Bundesagentur für Arbeit zu übermitteln. Das geht bisher gar nicht. Die Bundesagentur weiß es oft gar nicht, dass junge Menschen ohne Schulabschluss unterwegs sind, und die Bundesagentur kann zukünftig sich an diese direkt wenden und helfen, Brücken in die Arbeitswelt zu bauen. Und auch das ist wichtig, wir schaffen die Sozialversicherungspflicht in der praxisintegrierten Ausbildung im Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialbereich. Auch das ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir wollen, dass eben immer mehr junge Menschen sich auch für diese Berufe entscheiden und dann eben von Anfang an auch abgesichert sind. Als Union haben wir zudem erreicht, dass die sogenannte Bürgermeisterregelung um 2 weitere Jahre verlängert wird. Ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sind unschätzbar wertvoll für die kommunale Selbstverwaltung und Ansprechpartner vor Ort. Es sind Ehrenämter mit großer Verantwortung und vielfach mit einem enormen zeitlichen Aufwand. Gerade in dieser Corona-Krise sehen wir, wie wichtig sie sind, wenn sie vor Ort in dieser Krise koordinieren und zum Beispiel die Verteilung von Einmalmasken organisieren. Deshalb haben wir uns auch dafür stark gemacht, dass ihre Aufwandsentschädigungen auch künftig nicht auf die Altersrente angerechnet werden. Wir haben heute schon genügend Schwierigkeiten, überhaupt noch Menschen zu finden, die sich kommunal engagieren wollten, und denen sollten wir den Weg nicht zusätzlich erschweren. Im Gegenteil, diejenigen, die sich gerade heute vor Ort engagieren, haben unsere Unterstützung und unsere Anerkennung verdient, und daher schaffen wir mit dieser Regelung. Und mit der gleichen Energie werden wir
uns jetzt auch dem Sozialschutzpaket 2 zu wenden und spannen, den Schutzschirm für Beschäftigte, für Familien und für Sozialleistungsempfänger weiter auf. Auch darüber debattieren wir heute. Wir haben zu Beginn dieser Pandemie bereits weitreichende Maßnahmen beschlossen, um das Infektionsgeschehen in Deutschland in den Griff zu bekommen. Und wir haben das durch weitreichende sozialpolitische Maßnahmen flankiert. Und mit der zunehmenden Dauer dieses Ausnahmezustands sehen wir eben, dass weitere Unterstützung notwendig ist. Und deswegen bringen wir heute auch gleichzeitig das Sozialschutzpaket 2 auf den Weg. Wir werden unter bestimmten Voraussetzungen das Kurzarbeitergeld erhöhen und wir ermöglichen es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nun in allen Berufen, dass sie während der Kurzarbeit so viel hinzuverdienen können dürfen, bis sie auf ihr reguläres Gehalt kommen. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation verlängern wir auch das Arbeitslosengeld 1 um 3 Monate. Und es gibt weitere Punkte, die es jetzt noch zu verhandeln gibt, wie zum Beispiel eine gute Ausnahmeregelung für ein Kurzarbeitergeld für Azubis. Es gibt also noch viel zu tun, und ich kann Ihnen allen vor allen Dingen zu Hause versichern, dass wir hier mit aller Kraft daran arbeiten, dass wir gemeinsam möglichst gut durch diese Krise kommen. Vielen Dank.